Und jetzt kommen wir zum Halbzeitmatch auf der Matchcard. Und die Halbzeit gehört seit langem mal wieder den Diven. Hier haben wir die erste Mandy Rose. Auch schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ihre Gegnerin allerdings könnte schwierig werden. Die Empress of Tomorrow. Na, wo ist sie? Auf jeden Fall, die Leute sind hier reibungslos aus dem Häuschen. Und da haben wir sie. Asuka! Statt der Golden Goddess. Asuka natürlich hoch fokussiert. Direkt ein Single Leg Dropkick. Und einmal auf den Arm. Dann gab es noch einen Body Slam. Und der Kick. Jetzt nimmt sie Anlauf und die Hip Attack. Hat perfekt gesessen und ja, da ist der Aufgabegriff von Asuka. Wird Mandy Rose tappen? Ja, sie tappt. Das war jetzt ein kurzes Intermezzo. Asuka total überragend. Ja, und unsere Women's Championess Charlotte hat ja auch nicht so wirklich ihren Titel bisher verteidigt. Warum nicht Charlotte gegen Asuka? Naja, von der ehemaligen Championess Nikki Cross irgendwie jede Spur fehlt. Ich glaube, das letzte Match von Asuka war ebenso ein Crush-Match. Asuka geht komplett over. Und könnte eine sehr kurze Nitro-Ausgabe sein, wenn ich das noch sagen darf. Egal, wir kommen zum Next. Und wir kommen zum Pre-Main-Event of the Evening. Als erstes kommt... Wie formuliere ich es jetzt am besten? Der Best Buddy unseres World Heavyweight Champions Batista... Nämlich Randy Orton. Und sein Gegner am heutigen Abend ist niemand anderes als der First Contender auf Batistas World Heavyweight Champion. Der Phänomenale oder auch The Phenomenal AJ Styles. Und da ist er jetzt auch im Licht. Gut, er hat ja schon seine Ansage gegen Batista getätigt. Also ich glaube, das wird Batistas größte Herausforderung seit dem Titelgewinn. Ja, bisher hatte er ja... Gut, gegen Chris Jericho war mal ein Match, das wurde auch von Shawn Spears unterbrochen. Ja, Dean Malenko war ein klasse Match. Ich glaube, mehr kam da erstmal nicht. Aber Orton legt hier direkt los wie die Feuerwehr. Na klar, er hätte natürlich auch ganz gerne eine Titelchance. Ich weiß nicht, wie Batista das sieht. Ich glaube, daran wird wahrscheinlich die junge Evolution wahrscheinlich sogar dran zerbrechen. Gut, Orton natürlich zweifacher World Heavyweight Champion. AJ Styles zweifacher United States Champion. Aber Orton wischt gerade mit AJ Styles so ziemlich den Boden auf. Und oh, AJ hat ein Lebenszeichen. Oh, jetzt legt AJ Styles hier los. Erst ein paar Schläge. Vertical Suplex in einen Neckbreaker.
Gut, Batista wird sich das Match im Backstage-Bereich natürlich sehr, sehr genau angucken. Und was kommt jetzt? Ja, wir sehen den Einmarsch. Der Ref weiß auch nicht, was da los ist. Und Karl Anderson geht auf AJ Styles los. Was ist denn da passiert? Und Randy Orton gewinnt das Match. Aber Karl Anderson war doch mit AJ Styles sehr gut befreundet. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Schlägt sich jetzt Karl Anderson auf die Seite der Evolution oder wie darf ich das hier verstehen? Ich weiß es nicht. Egal, wir kommen zum Next. Und hier sehen wir unseren United States Champion. Gott, der hatte wohl wahrscheinlich entweder einen Energy Drink oder einen Kaffee zu viel. Der ist ja voll aufgestachelt. Gut, er ist immer noch United States Champion, also. Na, mal gucken, was er zu sagen hat. Eine wirkliche Titelverteidigung hatte er ja bisher auch noch nicht. Seit WrestleMania. Glaube ich zumindest. Egal, mal gucken, was er zu sagen hat.
Und wir kommen zum heutigen Main Event of the Evening, nachdem wir vorhin eine ganz tolle Ansprache gehört haben. Und als erstes haben wir die zweifachen World Heavyweight Tag Team Champions, die Usos. Mit ihrem Hacker und Bäh und Geklatsche und... Jetzt sind wir noch eingeblendet. Die Usos. Die, glaube ich, Söhne von Rikishi, dessen Cousin irgendwie The Rock ist und der auch verwandt mit Roman Reigns und... Ja, und sie waren halt schon zweimal Tag Team Champions. Haben die ja an DIY verloren. Ich habe jetzt gerade die... Auf jeden Fall haben wir hier unsere Tag Team Champions, die frisch gewordenen Tag Team Champions. Johnny Gargano, Entschuldigung, und Tommaso Ciampa. Glaube ich jetzt auch zweimal Tag Team Champion. Oder waren die zwei nur zweimal Tag Team Champions und die Usos nicht? Oh, Bicycle Knee direkt ins Gesicht von Jimmy Uso. Oh, da ging das Knie aber mal ganz gewaltig daneben. Und jetzt kommt's zum Wechsel bei DIY. Bei Do It Yourself. Jetzt haben wir Johnny Gargano. Und der macht hier gleich richtig Dampf mit einer Kopfschere. Und da geht's einmal übers oberste Seil. Ja, Jimmy liegt da eine ganze Weile flach. Wird aber jetzt wieder in den Ring zurückgebracht. Aber wollte er in seine eigene Ringecke kriegen, das hat nicht ganz so geklappt. Und jetzt Jimmy mit dem Konter. Jetzt geht's in die Ringecke der Usos. Und jetzt gibt's auch dort den Wechsel. Und Double Elbow. Ja, zwischen den beiden Teams, da ging es auch wirklich hin und her, was die Titel angeht, glaube ich. Naja, ist jetzt erstmal Banane. Auf jeden Fall waren es immer super Matches. Und jetzt die Usos ja wieder wie damals unterwegs. Und da gibt es den, ja, den Rikishi Piledriver. Voll blöd, dass ich den Block gerade nicht hier habe, wo ich die ganzen Titelregentschaften aufgeschrieben habe. Und das ist Eingriff. Ja, Superkick Party. Könnte man so sagen. Nein, die Usos waren zweimal, DIY auch zweimal. Also wirklich schon die zwei hochdekoriertesten Teams hier bei Nitro. Und einmal abgefeuert aufs Ringseil. Also Jey Uso muss hier gerade ein bisschen leiden. Oh, das war nicht so gut. Läuft Ciampa einfach mal in den Konter rein und muss sich jetzt hier einen Splash gefallen lassen. Double Underhook. Nein, oben rüber Armdrag. Und Ciampa nimmt ihn auf die Schulter. White Noise.
Da gab es die Powerbomb mit Backstabber. Und da kann Jimmy noch unterbrechen. Jetzt gibt es die Double-Team-Aktion. Und jetzt Double Underhook und abgelegt nach vorne. Das könnte es gewesen sein. Jimmy liegt draußen. Und Ciampa holt den Sieg für die Tag Team Champions. Ja, die einzigen, die sich bei den Tag Team Titeln mit reingemischt haben, waren die Office of Pain, die damals den Usos die Titel abgenommen haben. Hier nochmal der Double Elbow. Also hier sehen wir nochmal die Superkick Party. Ja, die Backstabber Bomb von Ciampa. Dann der Double Anno Front Face irgendwas. Jedenfalls unsere Tag Team Champions erfolgreich am heutigen Abend. Verdiente Champions. Bin gespannt, wer ihre nächsten Herausforderungen, ob es erneut die Usos sind oder ob die Office of Pain ein Rückmatch fordern. Das Recht dazu haben sie. Ja, und das war's mit Nitro für den heutigen Abend. Als nächstes kommt NXT. Bis dahin verabschiede ich mich und sage auch wieder, geschaut.